Barbara Filzer ist Kunst- und Medienwissenschaftlerin und forscht zu den Bereichen Fotografie, Film und Videokunst. Schwerpunkte ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit sind die Anfänge der künstlerischen Arbeit mit dem elektronischen Bild sowie die Körperlichkeit des Bewegtbildes. Aktuell ist sie tätig am KIT, im Institut Kunst- und Baugeschichte des KIT, dem sogenannten Karlsruher Institut für Technologie. Dort ist sie akademische Mitarbeiterin. Im kommenden Wintersemester wird sie auch hier in Frankfurt am Main tätig sein. Hier bietet sie an der Goethe-Universität am Kunstgeschichtlichen Institut ein Seminar zur Aktions- und Performancekunst der 1960er und 1970er Jahre an. In ihrem Vortrag wird Barbara Filzer von Fotografien, die nicht Fotografie sein wollten, erzählen, so der schöne Titel ihres Vortrages. Dafür blickt sie zurück in die 60er und 70er Jahre. Wir hatten ja gestern Abend mit dem Vortrag von Herrn von Amelunxen schon mal einen Rückblick gewagt, damals also sogar weiter bis ins 19. Jahrhundert zurück. Frau Filzer nun also blickt in die 60er und 70er Jahre zurück, in denen sich Fotografie als künstlerisches Medium einerseits bestätigt, andererseits aber auch in Frage gestellt fand, und sie spürt den Auffassungen des Fotografischen in den damaligen Diskussionen und Debatten nach. Ich freue mich auf diesen historischen Blick auf eine Frage, die uns letztlich überhaupt zu diesem Symposium bewogen hat, und übergebe dir das Wort. Vielen Dank. Gehört auch schon zu einem seltsamen Ritual, die Maske abzuziehen. Gut. Vielen Dank erstmal an Katrin für die freundliche Einführung, und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei dir und Christina Leber für die Einladung, heute hier mitzuwirken und zu diskutieren, wohin sich die künstlerische Fotografie entwickelt. Mir geht es ähnlich wie diversen Vorrednerinnen und Vorrednern, dass ich eigentlich weniger die Visionärin bin, sondern mehr die Historikerin. Und deshalb wird auch mein Beitrag einen Blick zurückwerfen, wie schon angekündigt, und auf eine Debatte in den 1970er Jahren fokussieren, um vielleicht auch der Diskussion um die künstlerische Fotografie eine historische Perspektivierung zu geben, weil in den 1970ern diese Diskussion um Kunst und Fotografie eine Wendung nimmt, die ich zumindest für die Frage nach der künstlerischen Fotografie äußerst spannend finde. Wir werden von Künstlern sprechen, die die Fotografie verwenden. Unter ihnen sind auch zufälligerweise Fotografen. Diese beiden Sätze stehen in einem Editorial zu lesen, mit dem der französische Kunsthistoriker Jean Clair im Jahr 1973 das Themenheft der Chronique de l'Art Vivant zur Fotografie einleitete. Die hiermit formulierte Abgrenzung von Künstlern und Künstlerinnen gegenüber Fotografen und Fotografinnen findet sich noch deutlicher artikuliert, wenn man die unmittelbar vorausgehenden Sätze mit berücksichtigt. Ich zitiere: So werden wir in dieser Nummer nicht von der Fotokunst sprechen und auch nicht von Fotografen. Die Fotografie ist eine zu ernste Sache, als dass sie den Fotografen überlassen werden könnte. Zitat Ende. Nicht weniger entschieden behauptet die US-amerikanische Kunstkritikerin Nancy Foote in ihrem 1976 in der Photography Issue des Art Forum veröffentlichten Überblick über konzeptkünstlerische Arbeiten, die Fotografien nutzen, eine ähnliche Differenz. Die betreffenden Künstler und Künstlerinnen stellt sie nämlich unter dem Titel The Anti-Photographers vor. Allein mit dieser Wortschöpfung, die der Kunsthistoriker Jean-François Chevrier treffend als acide, also ätzend bzw. scharf oder bissig charakterisierte, wird zudem eine bewusste Opposition gegenüber Fotografen signalisiert.
Dass sich diese sogar auf die handwerkliche Professionalität erstreckt, findet sich dann im Text ausgeführt. Ich zitiere: Die Konzeptkunst zeigt jedoch wenig fotografisches Selbstbewusstsein und setzt sich von sogenannter ernsthafter Fotografie durch schnappschussartige Amateurhaftigkeit und eine Nonchalance ab, die jeden ernsthaften Fotografen die Haare zu Berge stehen ließe. Zitat Ende. Die Anti-Expertise und das Anti-Glamouröse der in konzeptkünstlerischen Arbeiten verwendeten fotografischen Bilder hat übrigens bereits 1970 der britische Kunstkritiker Lawrence Alloway in genau den eben verwendeten Begriffen in seinem Begleitessay zur Portfolio-Edition Artists and Photographs verwendet. Als weiteres Anzeichen für das geringe Interesse an fotografischen Techniken und Prozessen führt Foote an, dass die genutzten Aufnahmen noch nicht einmal notwendigerweise von den Künstlerinnen und Künstlern, die sie verwenden, selbst gemacht worden sind, noch nicht einmal dann, wenn es sich um eigens für eine Arbeit angefertigte Bilder handelt. Der selbst künstlerisch tätige Unternehmer, Sammler und Kunstkritiker Rolf H. Kraus hat ebenfalls eine entsprechende Gegenüberstellung für die künstlerische Arbeit mit Fotografie in den 1960er und 70er Jahren formuliert. Ausgearbeitet hat er diese zunächst in seiner 1979 erschienenen Schrift Fotografie als Medium. Darin nutzt er begrifflich noch vor allem die Unterscheidung zwischen konventioneller und konzeptioneller Fotografie. Doch taucht auch schon jene, meiner Ansicht nach, präzisere Wendung auf, mit der er wenig später den Schwerpunkt sowohl seiner Sammlung als auch seines theoretischen Interesses überschreiben sollte. Kunst mit Fotografie betitelte Kraus eine 1983/84 präsentierte Ausstellung eben dieser Sammlung, in deren Katalog er seine Überlegungen zur Differenzierung der vorgestellten Arbeiten von der künstlerischen Fotografie oder der Fotografie der Fotografen, so seine Begriffe, aufgreift und weiterführt. Was dieses Isolieren einer Kunst mit Fotografie generell so interessant, aber auch für die Frage nach der künstlerischen Fotografie heute relevant macht, ist, dass es zu einer Zeit einsetzt, in der die Fotografie endlich die lang ersehnte Anerkennung seitens der Kunstwelt zuteil werden begann. So zumindest ist es gängigen Erzählungen der Fotografiegeschichte zu entnehmen. Diese Anerkennung manifestierte sich unter anderem in Interesse von Sammlern, Auktionshäusern, Galerien und in der Folge auch Museen und in der Kunstpublizistik, wo man so ab Mitte der 1960er ein Anwachsen tatsächlich zu verzeichnen meint. Ein Indiz dafür sind etwa Anzeigen wie diejenigen, die in derselben Artform-Ausgabe erschienen sind wie Nancy Foots Text über die Antifotografen. Diese vermitteln dann eben auch noch ganz gut, welche Art von Fotografie damals als Kunst gehandelt worden ist. Was aber ist mit jener vielfältigen Verwendung der Fotografie in der Kunst der 1960er und 70er Jahre, die sich quer durch die damals aktuellen Strömungen zieht, angefangen bei Fluxus, Happening und Pop Art bis hin zu Land Art, Body Art, Performance und Konzeptkunst? Sieht sich nicht besonders dadurch die Fotografie als künstlerisches Medium bestätigt, wie es auch die Einbeziehung der genannten Kunstrichtungen in der von Kraus ausgearbeiteten Genealogie der Kunst mit Fotografie nahelegt? In der Tat ist es genau das, was die Formulierung Kunst mit Fotografie zum Ausdruck bringt. Sie bezeichne, so Kraus, ich zitiere, die Tatsache, dass die Fotografie ein künstlerisches Medium sein kann, das von den Künstlern wie andere Medien wie Malerei, Zeichnung, Radierung, Lithografie und so weiter zur Herstellung von Kunstwerken benutzt wird. Zitat Ende. Zugleich erscheint damit jedoch auch die Anerkennung der Fotografie als eigene künstlerische Gattung in Frage gestellt.
als jene manchmal sogar in Anführungsstriche gesetzte Fotokunst oder Kunstfotografie, die etwa von Claire wie folgt geschmäht wird. Ich zitiere. Im Land von Ager und Brassai ist es schlecht um das Foto bestellt, schreibt er mit Blick auf Frankreich und weiter. Die Zeitschriften, die sich ihm widmen, zeigen vor allem Hintern und Brüste. Zitat Ende. Claires Zurückweisung eines Kunstanspruchs für die Fotografie fällt entsprechend entschieden aus und lohnt, zitiert zu werden. Von der Fotografie als Kunst sprechen bedeutet von Anfang an die Debatte zu verzerren, indem man ein neues Medium Zwecken unterwirft, die ihm fremd sind, und ästhetischen a prioris, denen es nicht untersteht. Zitat Ende. Entsprechende Einwände finden sich wenig überraschend auch bei Nancy Foot und Rolf H. Kraus artikuliert. So schreibt Kraus etwa über den Drang der Fotografen, es mit der Kunst aufzunehmen. Ich zitiere, die künstlerische Fotografie ist der verzweifelte, stets fehlgeschlagene Versuch der Fotografen, die Grenzen des eigenen Mediums zu sprengen. Zitat Ende. Die Klage über einen Umgang mit Fotografie, der dem Medium nicht angemessen ist, ist nun aber keineswegs originell. Interessant ist indes, dass sie sich gegen eine Fotografie richtet, die ihren Kunststatus auf eben einen solchen mediengerechten Einsatz der Fotografie gründet. Gegen welche Fotografie sich die eben referierte Kritik vor allem richtet, wird bei Nancy Foot besonders deutlich, wenn sie für das Streben nach der Anerkennung als Kunst Alfred Stieglitz verantwortlich macht, dem sie die Übertragung einer modernistischen Ästhetik auf die Fotografie anlastet. Dies wirkte sich nach Foot sowohl in einer auf formale Qualitäten fokussierten Gestaltung wie auch auf die Wahl der Motive aus und resultierte in einer Fetischisierung des fotografischen Abzugs als Unikat. Ich zitiere, ironischerweise heißt es mit Blick besonders auf den Abzug als Unikat, begann ein Medium, das als Bildaufzeichnungs- und Vervielfältigungsgerät begonnen hatte, sich als Hersteller heiliger Objekte zu verstehen. Zitat Ende. Die Frage, die sich hier anschließt, ist nun, wie es in der Kunst mit Fotografie um die Fotografie bestellt ist, oder anders gesagt, welche Fotografie die Fotografien in dieser Konstellation sein wollten. Welche sie nach Meinung der referierten Kritik nicht sein wollten, dürfte bereits klar geworden sein. Die Frage nach der Fotografie in der Kunst mit Fotografie will ich in der verbleibenden Zeit meines Vortrags an weiteren Überlegungen aus den vorgestellten Texten und entsprechenden Beispielen künstlerischer Arbeiten zumindest in groben Zügen nachgehen. Die von Claire in seinem Editorial vorgeschlagene kleine Typologie der Verwendungsweisen der Fotografie in der Kunst listet in einer als aufsteigend zu begreifenden Reihe das Foto als Gemälde, das die Nutzung von Fotografien als Vorlage für die Malerei bezeichnet, die Fotomontage, das bearbeitete Foto, das Foto als Dokument und das Foto als Bild. Daraus sticht zunächst die Kategorie das Foto als Dokument hervor. Als Dokument fungiert für Claire die Fotografie für künstlerische Arbeiten, die ohne eine fotografische oder filmische Aufzeichnung nicht oder im Nachhinein nicht mehr rezipierbar wären. Namentlich Landart-Projekte oder Bodyart bzw. künstlerische Aktionen. Vertreter und Vertreterinnen der genannten Richtungen werden von Foot den Antifotografen zugerechnet und sie hebt die Bedeutung der Fotografie für diese wie folgt hervor. Ich zitiere, für das Zeigen, wenn nicht das Machen von praktisch jeder Manifestation von konzeptueller Kunst, Erdarbeiten, Prozesskunst, narrativen Werken, Bodyart etc. sind Fotografien von entscheidender Wichtigkeit. Zitat Ende.
Aufgabe der Fotografie in konzeptuellen Kunstprozessen ist also auch bei FUT zunächst das Sichtbar und oder zugänglich machen, und ihre Funktion wird als Documentation oder Record Making, also als die des Dokumentierens und des Aufzeichnens, beschrieben. Das bereits angesprochene Amateurhafte und Schnappschussartige, das betont Unkünstlerische, könnte man auch sagen, so mancher der in den erwähnten Strömungen verwendeten Fotografien, ließe sich demnach als ästhetische Manifestation oder vielleicht sogar Affirmation dieser Aufzeichnungsfunktion betrachten. Der im zitierten Satz von FUT eingeklammerte Verweis auf das Machen lässt darüber hinaus aber die Möglichkeit aufscheinen, dass die Fotografie als Medium wesentlich tiefgreifender in konzeptuelle künstlerische Strategien involviert sein könnte. Sie könnte, so mutmaßt FUT, auf deren Entwicklung sogar Einfluss genommen haben. FUT geht diesen Gedanken zunächst an einfach nachvollziehbaren Beispielen nach. Bei Landart- oder Bodyart-Arbeiten, die in abgelegenen Gebieten beziehungsweise vor nur einem kleinen Publikum realisiert wurden, werden die Bilder der fotografischen Dokumentation zu Eyewitnesses, die bestätigen, dass etwas gewesen ist. Diese Augenzeugenschaft der Fotografie ermöglicht nach FUT, dass eine solche Kunst überhaupt gemacht wurde und weiterhin gemacht wird. Da die produzierten Bilder deren Platz einnehmen können. Damit werden die Fotografien, wie FUT es formuliert, in gewisser Hinsicht zum Kunstwerk selbst. In einer Arbeit wie Richard Longs, A Line Made by Walking, England 1967, für die der Künstler so lange auf einer Wiese hin und her gegangen ist, bis das Gras zusammengedrückt war und der Weg sichtbar wurde, in solchen Arbeiten sieht FUT mittels der Fotografie das Prinzip des Ready-Made in die Konzeptkunst importiert, indem ein Stück Landschaft künstlerisch besetzt wird. Zur Erläuterung schreibt sie, dass, ich zitiere, es die Fotografie möglich macht, nicht anders transportierbaren Orten einen Ready-Made-Status zu verleihen und sie in einem Oeuvre oder einer Galerie unterzubringen. Zitat Ende. Damit wiederholt FUT im Kern einen Gedanken, den Walter Benjamin in seinem Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« aus dem Jahr 1935 äußerst plastisch formuliert hat, nämlich, dass die Fotografie die abgelichteten Gegenstände verfügbar werden lässt. Die Kathedrale, heißt es lapidar bei Benjamin, ich zitiere, verlässt ihren Platz, um in dem Studio eines Kunstfreundes Aufnahme zu finden. Zitat Ende. Nur verleiht im Fall der von FUT angeführten Arbeiten, so lässt sich ihre Berufung auf Duchamp und das Ready-Made in diesem Zusammenhang auch fassen, erst die fotografische Verfügbarmachung dem, was abgelichtet worden ist, für die Betrachterinnen und Betrachter künstlerische Qualität. Erst die Fotografie ermöglicht es, dass etwas, das, um auf das gezeigte Beispiel zurückzukommen, letztlich nur ein Trampelpfad in einer Wiese ist, als künstlerische Besetzung der Landschaft sichtbar wird, indem es in einen entsprechenden Kontext überführt wird. Und dieser Kontext wäre der Rahmen einer Galerie, eines künstlerischen Gesamtwerks oder aber auch einfach ein tatsächlicher Rahmen, den die Werkangaben der Tate Britain für dieses Werk auch vermerken. Bezogen auf die Vorgehensweise von Richard Long und Hamish Fulton, den FUT im selben Abschnitt bespricht, merkt sie dann noch an, ich zitiere, der Akt des Fotografierens ist ebenso sehr Teil des Werkes wie die daraus resultierenden Bilder. Zitat Ende. Besonders ausgeprägt ist das bei einem Künstler wie Vito Acconci zu beobachten, in dessen Photo Activities, so seine eigene Klassifikation, ist das Erstellen der fotografischen Aufnahmen, die die von ihm durchgeführte Aktion dokumentieren, selbst diese Aktion. Für Blinks etwa
lief der Künstler 1969 eine Straße in Manhattan entlang und drückte jedes Mal auf den Auslöser der in Laufrichtung zeigenden Kamera, wenn er, entgegen seines Vorhabens die Augen offen zu halten, blinzeln musste. Die vorliegende Arbeit hat Akonci übrigens, wie vieles andere seiner Fotoaktivitäten, über die Jahre hinweg wiederholt in unterschiedlichen Zusammenstellungen veröffentlicht. Es sind Arbeiten, die, wie diejenige Akoncis, aus Body Art, Performance und Aktionskunst hervorgehen, an denen Rolf H. Kraus das herausarbeitet, was er als Verselbstständigung der Kamerafotografie charakterisiert. Eine zunehmende Tendenz zur Verkehrung des Verhältnisses zwischen der Aktion und ihrer Dokumentation, nämlich, wie es noch von Claire beschrieben wurde und für Kraus in den fotografischen Aufnahmen von Fluxus-Events und Happenings existierte. In der Kunst mit Fotografie hingegen werden künstlerische Handlungen vollzogen, um fotografiert zu werden, wobei dieses Fotografiertwerden Teil der konzeptuellen Strategie ist oder diese, wie im Fall von Akoncis Fotoaktivitäten, sogar ausmacht. Wie sehr aber auch Richard Long das Fotografieren bei der Konzeption seiner Arbeiten mitgedacht hat, deutet sich in einer Bemerkung zu der schlicht England 1968 betitelten Arbeit an. Ich erinnere mich, so Long im Rückblick, dass ich für Gänseblumen, also eben diese Arbeit hier, auf den Einfall kam, einem naturgegebenen Muster meine eigene Gestalt zu überlagern. Ich benötigte also eine Fläche mit einer gewachsenen Eigenstruktur und Gänseblumen ergeben einen brauchbaren Schwarz-Weiß-Kontrast. Zitat Ende. Entstanden ist diese Gestalt, die beiden sich überkreuzenden Balken, durch das feinsäuberliche Herauszupfen der Blümchen. Weit über den Zeitpunkt deren Nachwachsens hinaus festgehalten wurde das langgestreckte X in einer schwarz-weißen Fotografie, die durch die Wahl von Blickwinkel und Ausschnitt das Musterhafte der derart markierten Wiese hervortreten lässt. Zur sorgfältigen Präsentation, die ganz offensichtlich Konventionen der Kunstfotografie aufgreift, obwohl das Foto selbst wenig künstlerisch ist, gehört der Untergrund aus Karton, auf den der Abzug aufgezogen ist, und der mit Graphit drauf vermerkte Titel. Das, was das Aufgezeichnete nach Foot zu einem Ready-Made werden lässt, dessen technische Reproduktion nämlich, ist für sie darüber hinaus auch Voraussetzung für das Anlegen von Sammlungen, deren künstlerischer Gehalt ein sich in Gegenüberstellungen, Reihungen oder Gruppierungen manifestierendes Konzept ist. Foots erstes Beispiel dafür sind, Sie werden es bereits ahnen, Bernd und Hilla Bechers als Typologien bezeichnete Tableaus von Industriearchitekturen. Deren möglichst gleichförmige fotografische Aufzeichnung und Wiedergabe ermöglicht die Vergleichbarkeit der zusammengruppierten Strukturen. Kraus, der wie Foot die Verwendung mehrerer Bilder als distinktes Merkmal der Kunst mit Fotografie anführt, erläutert das Funktionieren solcher Zusammenstellungen allgemein wie folgt, ich zitiere. Indem innerhalb der fotografischen Bildfolge nur sekundär auf die abgebildete Wirklichkeit, primär jedoch auf das vorangegangene oder nachfolgende Einzelbild Bezug genommen wird, wird es möglich, Inhaltliches zu verdichten und zu transponieren und oder Formales neu zu strukturieren. Zitat Ende. Dies trifft auch auf den von Foot als weiteres Beispiel angeführten Ed Ruscha zu und seine im Selbstverlag publizierten Bücher zu, wie sie schreibt, bewusst trivialen Themen wie 26 Gasoline Stations aus dem Jahr 1963 oder den 34 Parking Lots in Los Angeles aus dem Jahr 1967. Diese zeigen auf jeweils einzelnen Seiten auf weißem Grund genau das, was die Titel ankündigen. Im Fall der Tankstellen vom Künstler selbst fotografiert, im Fall der Parkplätze von einem professionellen Fotografen aus der Luft aufgenommen.
Das Foto als Dokument, um auf Jean-Claires Kategorien zurückzukommen, das noch eine Signifikanz der Wirklichkeitsreferenz impliziert, tritt hier hinter das Foto als Bild zurück. In Tableaus, Reihen, Serien oder Sequenzen zusammengestellt erscheint dieses, so schreibt Claire in einer poetischen, aber auch treffenden Formulierung, ich zitiere das in etwas freier Übersetzung, in seiner Offensichtlichkeit rätselhaft, in seiner Klarheit verwirrend. Zitat Ende. Damit fungiert die Fotografie für Claire in der Kunst mit Fotografie auch als das Medium, das das optisch Unbewusste ans Licht bringt, so wie die Psychoanalyse das triebhaft Unbewusste aufdeckt. Nicht umsonst hat Claire seinen Text mit genau diesem von Benjamin geprägten Begriff, dem optisch Unbewussten, l'inconscient de la vue, überschrieben. Das Beispiel Ed Rocher wiederum illustriert zwei weitere Aspekte, die Foot am Einsatz von Fotografien in konzeptkünstlerischen Arbeiten hervorhebt. Das ist zum einen die eben angesprochene Verwendung multipler Bilder, die in einem entschiedenen Gegensatz zum Einzelbild der Fotokunst steht. Damit ist neben einer typologischen Gruppierung wie bei den Bechers und einer seriellen Reihung auch die Bildung von sequentiellen oder narrativen Folgen möglich. Den unterschiedlichen Formen der Anordnung, die in der Konzeptkunst und der aus ihr hervorgegangenen sogenannten Story Art entwickelt wurden, widmet sich Rolf H. Kraus in seinem Text Kunst mit Fotografie und in eigenen Publikationen. Auf diese kann hier ebenso wenig eingegangen werden, wie auf die Kombinationen aus Text und Fotografien, mit denen sich Kraus ebenfalls sehr ausführlich beschäftigt. Erwähnt werden soll hier lediglich die in konzeptuellen Arbeiten nicht seltenen Zusammenstellungen von Fotografien mit Zeichnungen, Karten, Diagrammen und dergleichen, wie sie etwa bei Robert Smithson anzutreffen sind. In einer Fotografie, die einen Teil dessen bildet, was der Künstler Douglas Hübler als System der Dokumentation bezeichnet hat, erkennt Kraus nur mehr einen Verweis auf die dahinterstehende Idee. Sie wird, so könnte man die Beobachtung von Kraus vielleicht fassen, bezüglich ihrer Funktion der Karte ähnlich, was allerdings tatsächlich noch genauer zu überprüfen wäre. Smithson liefert auch ein passendes Beispiel für jenen anderen Aspekt, den Foot am konzeptkünstlerischen Einsatz der Fotografie unterstreicht. Es handelt sich um die Reproduzierbarkeit der Fotografien selbst, die es der Kunst mit Fotografie ermöglichte, sich andere Präsentationsformen und Orte, wie etwa die Publikation in einer Zeitschrift oder eben wie bei Ed Rocher als Buch zu erschließen. Dadurch nämlich konnte jenes heilige Objekt des monolithischen, zeitlosen, originalen Kunstwerks umgangen werden, dem sich Kunstformen wie Konzeptkunst, Body Art und Land Art mit ihren ephemeren Kreationen entgegenstellten, ohne dass dabei die Schaffung eines wie auch immer gearteten künstlerischen Objekts gänzlich ausgeschlossen wurde. Dieses heilige Objekt bringt mich aber auch zu einem Abschluss, in dem es den Einstieg für ein kurzes Resümee bietet. Die Fotografie, die die Fotografien in einer Kunst mit Fotografie nämlich nicht sein wollten und in den Augen der referierten Kritikerinnen und Kritiker auch nicht sein sollten, ist diejenige, in der das fotografische Bild zu einem solchen heiligen Objekt wird. Dem selbstbezüglichen, ästhetisch durchkomponierten Einzelbild einer als Kunst oder künstlerisch bezeichneten Fotografie. Die Fotografie, die die Fotografien in der Kunst mit Fotografie im Gegensatz dazu sein wollten, ist die Fotografie als Image Recorder and Replicator, als Instrument der Bildaufzeichnung und Vervielfältigung, um auf die Formulierung von Foot nochmals zurückzukommen, mithin also eine Fotografie, die sich durch ihren alltäglichen Gebrauch definiert. Diese beiden grundlegenden Funktionen, Aufzeichnung und Reproduktion, sind es denn auch,
auf denen der von Kraus herausgestellte Dokumentations- oder Verweischarakter der fotografischen Bilder in der Kunst mit Fotografie beruhen. Meine Verwendung der Vergangenheitsform im Titel meines Vortrags ergibt sich aus dem Umstand, dass nach Kraus diese Kunst mit Fotografie mit dem Anbruch der 1980er Jahre aber schon Geschichte geworden ist. Schon 1983 konstatiert Kraus eine Rückkehr des Einzelbildes in der künstlerischen Verwendung der Fotografie in Farbe und in einer zuvor nicht gekannten Monumentalität, die er einmal mehr als Malereiersatz abfertigt. Die Formulierung Malereiersatz aber lässt nochmals deutlich werden, dass es im Kern auch um einen Einsatz der Fotografie geht, der als dem Medium angemessen erscheint. Die hier referierte Neuauflage der Debatte um die Fotografie in der Kunst aus den 1970er Jahren kreist letztlich um etwas, das Jean Clair, wie ich finde, mit bemerkenswerter Klarheit identifiziert hat, wenn er schreibt: Die Fotografie, das ist jetzt die falsche Folie, okay, kriegen Sie nur die Übersetzung hier. Die Fotografie hat nämlich 1,5 Jahrhunderte nach ihrer Geburt immer noch keinen Status. Sie, die man dafür einsetzt, die Identität von Individuen festzustellen, hat selbst keine Identität. Mittlerweile, um dann auch den Anschluss an die aktuelle Situation zu finden, scheinen wir uns mit den multiplen Identitäten der Fotografie auch im Kunstkontext abgefunden zu haben. Diese multiplen Identitäten der Fotografie rühren aus verschiedenen Geschichten her. Histories of Photographies, wie es der britische Kunsthistoriker John Tagg treffend, aber nicht ins Deutsche übertragbar formuliert hat. Zur Akzeptanz eines Nebeneinanders verschiedener künstlerischer Verwendungsweisen der Fotografie hat nicht zuletzt die Kunst mit Fotografie der 1960er und 70er Jahre entscheidend beigetragen. Angesichts dieser multiplen Identitäten der Fotografie auch in der Kunst wäre aus den damaligen Debatten eventuell eine begriffliche Anregung zu ziehen und die Kunst mit Fotografie als Alternative für die künstlerische Fotografie aufzugreifen, allerdings in einer nicht unbedeutenden Umformulierung, die da lautet: Kunst mit Fotografien, also im Plural. Vielleicht lässt sich damit dann auch dem entgegnen, was sich als erneute Identitätskrise der Fotografie bezeichnen ließe. Gemeint ist natürlich die Ablösung der analogen Fotografie durch digitale Verfahren der Herstellung, Verarbeitung und Verbreitung, die zwar dem Künstlerischen in die Hände zu spielen scheint, aber so manches in Frage stellt, was einmal als fotografisch gegolten hat. Es kann sein, dass wir weiterhin von Fotografien sprechen werden, aber die Fotografie könnte ausgedient haben. Und mit diesen Worten würde ich Sie gerne in die Diskussion entlassen. Vielen Dank.